Okay. Ich vergesse ganz gerne mal, dass ich auch schwimmen kann. Und mal ein bisschen durchs Wasser blubbeln. Wir finden aber leider nichts Verstecktes. Schade. Was wollen wir raus? Oh, natürlich hat das jetzt ganz knapp nicht gereicht. Und warum? Weil ich doof bin. Lade ich mal auf. Laden. Ja, Drecksvieh. Meins. Oh. So, mitkommen, mitkommen. Hier auch sofort so machen können. Irgendwie. Ich weiß noch, dass es geht. Warum mache ich das nicht einfach? Na gut, jetzt brauche ich hier natürlich zwei. Schmeiß mal runter. Danke. So. Schnell zurück. Halt so. Du musst mich Huckepack. Dann machen wir jetzt einen auf Magic. Oh. Natürlich. Gemein. So. So wird's gemacht, so und nicht anders. Schon irgendwie ulkig. Meins. Dann nehmen wir einfach mal mit. Ich sehe mich mal hier kurz um. Ob wir hier irgendwas im Wasser haben. Kann ich da überhaupt rein? Anscheinend nein. Schweinerei! Wo habe ich ein Herz gefunden? Okay, interessant. Ja, ganz toll. Nein! Alter! Uiuiui! Aber es funktioniert ganz angenehm. Erstmal ein paar Herzen rauskloppen aus dem kleinen Dudelsack. Halt! Hui! Das war ja mal nice. Wir haben hier Edelsteine gekriegt. Okay, es reicht so gerade eben, um rüberzukommen. Dann lass ich das mal kurz aufladen und trinke schnell ein Schlückchen. Moment. So. Ja, ich bin Held. Hauptberuflich bin ich Held. Wie man sieht. So, möge der Grüne voranschreiten. Ohne zu leiden. Hallo! Ah! Ah! Mann! Ha! Und auf in Gebiet Nummer 3! So. Da sind schon wieder Arschlöcher unterwegs. Alte Dreckschwein. Ich voller Dreckschwein! Au!
voll gemein. Dumme Sau. Kann man da rein? Nö, kann man nicht. Hätte ja sein können. Hallo? Jetzt, danke. Oh. Fällt einfach ins Wasser und stirbt. Das ist interessant, er kann wohl nicht schwimmen. Hallo? Ich werde ja wohl da durch dürfen, ja? So, nehmen wir jetzt erstmal mit. Dann kommen wir schneller voran. Ich sollte vielleicht ein bisschen sparsamer mit dem Krempel hier umgehen. Dann müsste ich nicht immer so arschlang warten, bis es weitergeht. Aber man ist ja nicht lernfähig, von daher. Okay. Interessante Bombe. Oh, da fliegt was. Oh, was ist das denn? Hey, wachsen nach, cool. Hau nicht hin. Mist! Mist! Ich wollte gerne das Teil haben. Geh mal weg. Muss ich anders machen. Okay, so funktioniert's. Das reicht mir aber nicht. Ich möchte gerne den Rest auch noch kaputt machen. Der Grüne kommt hinterher, da kommt der Blaue. War es doch relativ easy bis jetzt. Hallo? Nein! Nein! Danke! Ich dachte schon. Aber kurz warten, reißen wir mal ein paar Bomben hier auseinander. Bams, Bombe auf Bombe ergibt Bombenstimmung. So. Haben wir ja durch. Macht ohne mich weiter, ich komme nicht durch. Auf in Seeburg 4. Uns erwartet wieder ein Fight. Würde ich mal vermuten. Na gut. Der Grüne ist irgendwie immer so der Entdecker hier. So, den hätten wir erledigt. Au, der hat mich gehaut. Voll die miese Sau, ey. Halt. Das ist jetzt nicht gut. Kurz aufladen. Ja, muss reichen. Und wie man sieht, es reicht auch. Boah, es reicht jetzt aber. Doofes Ding. Ah! Kriegen sogar einen Durchgang frei, das ist ja interessant. Habe ich nicht erwartet. Komm.
Marcia hat ein Herz gefunden. Ich hätte mich vielleicht doch Don Marcel da nennen sollen, aber jetzt ist egal. Halt. So, komisches Ding. Wir haben jetzt alles und jeden. Na, da ganz toll. Alles und jeden vernichtend geschlagen. Lief doch recht gut. So, erledigt. Ziemlich easy. Seeburg wurde erfolgreich infiltriert. Infiltriert, sagen wir einfach mal. Wir nehmen wieder die Mitte. Flusstang erhalten. Wahrscheinlich das billige Zeug, was wir kriegen können. Ja, ich hätte doch rechts nehmen sollen. Irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn ich Mitte nehme, ist es rechts. Radikal. Ein Haufen edles Zeug. Yay. Ich freue mich. Ja. Gib mir auf den Sack, ich weiß es. Ich bin ja nicht blöd, ich will nur nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ladevorgang. Yeah. Wir gehen mal kurz was nachschauen. Erstmal raus aus diesem Mobbing-Raum. Vor der kleinen Eingang. Don Mercy, ich bin froh, dass du es in einem Stück zurückgeschafft hast. Was willst du von mir, Alex? Aber dieses Gebiet war erst ein kleiner Teil des Lumpenlands. Das Wichtigste sind gründliche Vorbereitungen und ein zackiges Outfit. Also meins ist doch wohl zackig genug. Jedenfalls die Lunte. Am liebsten würde ich dich sofort wieder ins Lumpenland schicken. Aber zuvor gewährt König Lockfried dir eine Audienz. Oh. Ich hoffe, du verstehst, was das für eine Ehre ist, dass du dich ja benimmst, Don Marcy. Ja, sicher doch. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich ein neues Outfit machen kann, aber hey. Jetzt kommt der komische Typ. Der hässliche. Okay, auf dem Bild war er hässlicher. Oh. Oh. Du bist Don Marcy. Unser Name lautet Lockfried, König von Textilia. Unser Name? Okay, er spricht in der dritten Person von sich selbst. Das ist sehr eingebildet. Dies ist unsere Tochter, Prinzessin Rüschlinde. Nun, Rüschlinde? Es tut mir leid, dass ihr mich so seht. Ich hätte die Schachtel nie öffnen dürfen. Meinetwegen ist unser Volk in Gefahr, weil ich hässlich angezogen bin. Aber wir dürfen die Mode nicht aufgeben. Das ist das Wichtigste auf der Welt. Keine Freundschaft, keine Familie oder sonst was. Nein, Mode. Ich ertrage es einfach nicht mehr, so hässlich auszusehen. Armes, armes Mädchen, scheppig angezogen, wie die Nacht finster ist. Sie kann sich des Gewandes nicht mehr entledigen. Wir versuchten alles, doch ohne Erfolg. Selbst die Kreissägenzacken zerbrachen an diesem schäbigen Fummel, weil er so hässlich ist. Seit Rüschlin in diesem peinlichen Zustande gefangen ist, fiel das ganze Reich in eine düstere Betrübnis. Niemand wagt es mehr, sich modisch zu kleiden, und alle Freude ist aus unseren Straßen gewichen. Unser Reich ist in Gefahr. Wir glauben fest daran, dass die Totemhelden zurückkehren und unser Königreich erretten. Die letzten sind nämlich gestorben. Und wo wir von den Totenhelden reden, die Legende umfasst einen Epilog, der nicht jedem bekannt ist. Wenn die Totenhelden die zusätzlichen Prüfungen überwinden, wird das Reich niemals aus der Mode kommen. Wir sind überzeugt, dass du einer der Totenhelden bist, die unser Reich in diese glorreiche Zukunft führen. Du solltest nicht zögern, dich den Prüfungen des Lumpenlands zu stellen. Werde unser Held. Was kriege ich dafür? Oh, dieser feierliche Ernst, diese Entschlossenheit, der Hauch eines Helden umweht dich bereits jetzt. Selbstverständlich wirst du eine angemessene Belohnung erhalten, ist doch klar. Diese zusätzlichen Prüfungen
kann auf sich nehmen, wer den Hüter eines Gebietes bezwungen hat. Ach so, okay. Ich dachte, da ist jetzt irgendwie ein Schreibfehler und ich lese das einfach nur doof vor, aber egal, hey, ich hab's nicht geschnallt. Die besagten Prüfungen werden wir von nun an als Spezialmissionen bezeichnen. In Gebieten, deren Hüter du bezwungen hast, kannst du nun Spezialmissionen annehmen. Die sollen sehr schwer sein, habe ich gehört. Ich muss mich zurückziehen. Ich hoffe weiter im Stillen auf euren Sieg. Ich bin hässlich. Armes, armes Mädchen. Dem Retter der Prinzessin ist ein unvergleichlicher Lohn verheißen. Wir hoffen, dass du ihn dir schon bald verdienen wirst. Finde ich sehr nett. So schlimm ist der Strumpf gar nicht. Was sage ich da? Ah, meine Güte. Warum hat die Hexe so etwas Abscheuliches getan? Bitte, Don Marcy, bericht diesen Fluch, sobald es geht. Naja, kein Ding. Ich mach das schon. Ach, das ist eine Wand. Das war eine Wand, okay. Das war einfach nur Bodendeko. Don Marcy! Seine Majestät hat mir gnädigerweise von deinen Spezialmissionen erzählt. Du bist dafür sicher der Richtige. Aber einfacher wird es von nun an nicht. Vergiss nicht, bei der Arbeit gut auszusehen ist das A und O. Ah. Naja, wenn ihr meint. Versnobtes Königreich, Alter. Scheiß auf Mode. Ach, der heult immer noch rum. Heul doch. Halt die Fresse. Boah, scheiß Neidhammel. Was kann ich dafür, dass du scheiße bist? Ah! Okay. Nice. Nette Überraschung. Ah, cool, jetzt darf ich jedes Mal da hoch, wenn ich will. Nice. Gefällt mir. Ich habe hier Sonderrechte und du nicht, du kleine Heulsuse da draußen. Heul doch. Ja, meins. So, jetzt gehen wir mal kurz hier runter. Okay. So, mal gucken. Haben wir hier irgendwas Neues, was wir uns kaufen können? Oder allgemein, was wir was... Willkommen bei Mother... Ach, du bist es nur. Graf Schnöselschick, Major Armstrong hat mir erzählt, dass du machst dich gar nicht so schlecht, Mann. Oh. Was hast du denn da? Na, das da meine ich. Ein Lady-Item. Bedeutet das etwa, du hast das Riesending besiegt? Die Hexe, musst du wissen. Das könnte jetzt etwas länger dauern. Bist du bereit für die ganze Wahrheit? Geht's auch kürzer? Ach, komm, ich bin bereit. Ah, die Hexe, in Wirklichkeit ist sie meine Schwester. In unserer Familie werden wir alle mit magischen Modefähigkeiten geboren. Deshalb besitzen die Gewänder, die ich anfertige, besondere Fähigkeiten. Mot hingegen konnte anscheinend nicht widerstehen, ihre Kräfte für einen Fluch zu missbrauchen. Das ist unverzeihlich. Deshalb tue ich, was ich kann, um diesen Spuk zu beenden. Aber sie ist immer noch meine Schwester. Ich bin nicht sicher, ob die Hexenjäger der richtige Weg sind. Es muss irgendeinen Grund für Mots Handeln geben. Ich verstehe. Deshalb habe ich die ganze Zeit nach einem Helden gesucht, um Mot zu retten. Jetzt, wo du ein Lady-Item errungen hast, kann ich dir wohl von einem gewissen Stück erzählen. Ich nenne es das Lady-Kleid. Oh. Wenn du dieses Kleid anziehst und damit zur Prinzessin gehst, sollte der Fluch gebrochen werden. Dann brauchen wir Mot nicht weiter zu bekämpfen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dich zu unterstützen. Wirst du Mut helfen? Muss ich wirklich? Ja, komm hier. Die Materialien für das Ladykleid sind extrem selten. Allein habe ich keine Chance, sie aufzutreiben. Aber mit deiner Hilfe... Nicht mehr lange und ich kann das Ladykleid anfertigen.
kümmere dich einfach um den Rest der Lady Items. Ach ja, ich habe meiner Kollektion ein paar Stücke hinzugefügt. Vergiss nie, Mode ist das Wichtigste im Leben. Scheiß auf Freundschaft und alles andere. Ah, halt die Klappe. Auftrag. Okay. Das Ladykleid, ah, okay. Ist das Einzige, was den Fluch brechen kann, der auf der Prinzessin liegt. Na, wie meinst? Mit dem Zora-Kostüm kannst du besser schwimmen. Und das Ganze ohne Schwimmflügelchen. Der Herzbu beschert dir einen zusätzlichen Herzcontainer. Genau richtig für Herzensbrecher wie dich. Die Wassermagierobe macht den Wasserstab stärker. Bleib spritzig. Warum muss ich lachen? Ich weiß es nicht.